Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilla und heute bin ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Mount-Guard-Video präsentieren. Heute geht es um einen Mount, was wir uns nur temporär holen können. Und zwar haben wir hier den Reisenden Wildling. Und das ist ein Mount, das wir über ein Heldentat bekommen können, aber nur in der vierten Season, beziehungsweise noch im Pre-Patch sollte das Ganze auch funktionieren. Wir gucken mal rein, was wir dafür machen müssen. Als allererstes müssen wir unter Heldentaten gehen und dann, wenn ihr es natürlich erspielt habt, wird das angezeigt. Sonst habt ihr es dann natürlich nicht drin. Bei Heldentaten sind ja immer Erfolge, die quasi keine Punkte bringen und nur angezeigt werden, wenn ihr es schon abgeschlossen habt. Ihr müsst dafür im Normal-Modus die drei Raids aus Dragonflight abschließen und zwar im erweckten Modus. Was ist der erweckte Modus? In der vierten Season ist es ja so, dass immer ein Raid erweckt ist. Das fängt immer quasi an mit dem Gewölbe. In der nächsten Woche ist dann Abaros und die Woche darauf Amedrasil und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Welcher Raid erweckt ist, seht ihr immer an diesem Symbolchen hier dran. Wenn der Raid erweckt ist, gibt es halt höheres Item-Level, beziehungsweise die Mobs machen natürlich auch mehr Schaden, beziehungsweise haben mehr Leben. Also der Raid wird halt einfach auf die vierte Season angehoben. Dementsprechend könnt ihr da dann auch aktuelles Gear farmen und wenn ihr jeden Raid einmal im Normal komplett geklärt habt, dann bekommt ihr einmal dieses Meta Achievement. Ihr seht, da haben wir einmal jeden Raid mit dabei. Das ganz gleiche gibt es nicht nur für Normal, sondern auch für HC und Mythic. Im Normal gibt es dementsprechend halt dieses schicke Reittier. Das ist übrigens auch ein Drachenreittier, das werden wir uns gleich mal angucken. Im HC, wenn ihr das Ganze macht, gibt es einen Bonustitel, Erweckter Held. Und im Mythic gibt es dann auch nochmal was extra. Und zwar sind das Portale. Das habe ich jetzt hier tatsächlich noch nicht. Aber ich kann euch was Vergleichbares zeigen, um das so ein bisschen deutlich zu machen. Das sind quasi hier diese Ports, die ihr schon vielleicht aus Mythic Plus kennt. Und dasselbe gab es jetzt auch schon bei den Raids aus Shadowlands, wo die quasi, was waren das, Fated hieß das, und dann hat man einfach einen Port zu dem jeweiligen Raid. Das Ganze ist ja bei den Raids eh schon immer accountweit gewesen, mit dem Pre-Patch zu The War Within werden aber diese ganzen Ports accountweit, dementsprechend ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, das noch mitzunehmen, auch im Mythic-Modus, wenn ihr da die Möglichkeit habt. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, also ihr seht, das ist ein Drachenreittier. Ist ein bisschen komisch, mit einem quasi Non-Drachen, ne, so rumzuflitzen. Wobei, da gibt es ja diesen länglichen aus der Zaralek-Höhle. Der hat ja auch schon so eine ähnliche Form. Wenn wir jetzt die Fähigkeiten einsetzen, ja, zum Teil ein bisschen weird. So, wie lange können wir uns das Mount neu spielen? Naja, in der vierten Season funktioniert es auf jeden Fall noch. So lange sind die Raids erweckt. Blizzard hat auch angekündigt, nach der vierten Season, im Pre-Patch, vermutlich bis die Expansion startet, War Within, werden alle drei Raids fated. Bedeutet, ich vermute, dass es auch im Pre-Patch bis zum Release des Addons noch möglich ist, dass ihr euch das Ganze holt. Als kleines zusätzliches Goodie könnt ihr euch quasi hier in Waldracken auf den Koordinaten 73, 45 bei einer Händlerin noch die Schleimkatze kaufen für drei antike Bronzebahnen. Und das ist quasi das Mount, was es aus den Fated Raids damals gab, wo man auch die Dinger normal laufen muss. Also alle drei Fated Raids. Die Raids sind aktuell natürlich nicht mehr Fated, nachdem Dragonflight gestartet ist. Und ich vermute, dasselbe System wird halt hier auch greifen, dass die erweckten Raids danach rausfliegen und dass ihr euch das Mount nicht mehr spielen könnt. Und vielleicht am Ende von The War Within könnt ihr euch dann beide Mounts auch wieder gegen so eine Währung kaufen. Diese Bronze bekommt ihr übrigens aus den Raids, wenn die erweckt sind. Und dementsprechend gibt es aber auch in allen Schwierigkeitsstufen, also von LFR bis einschließlich mythisch. Gut, dann sind wir damit durch. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tilla, bis dahin. Ciao.